Speer und er, Sebastian Koch, Tobias Moretti, 3 DVDs. Das einzig Überzeugende waren hier leider die Nebenrollen normalerweise. Interessiere ich mich recht intensiv für dieses dunkle Kapitel der neueren deutschen Geschichte. Und lese bzw. sehe mir dementsprechend so viel wie nur irgend möglich dazu an. Aber was hier einerseits doch wieder nur allzu sehr geschönt wurde, wie zum Beispiel durch schlichtes Verschweigen oder der Schwerpunkt auf anderes, eher Unwichtiges wie Belangloses, auch wenn es doch mal ganz angenehm ist, mitzuerleben. Wenn Hitler wie hier weder als ein fast zu netter Onkel noch als ein schlichtweg Irrer oder wie sonst üblich, geifernder Diktator gezeigt wird, teilweise gelegt wurde. Hat leider viele Chancen, die hier noch möglich waren, wieder sehr leichtfertig vertan. Sebastian Koch, meiner bescheidenen Meinung nach bereits als Stauffenberg, siehe dazu auch meine abgegebene Rezension, nicht unbedingt die Idealbesetzung. Ist hier in den Spielszenen vielleicht rein äußerlich dem jungen Speer noch ähnlich. Aber darstellerisch dieser historischen Figur dann eben doch nicht immer gewachsen. Allerdings hat dies auch genauso Heino Ferch bei der Untergang ebenfalls nicht ausreichend überzeugend darzustellen vermocht. Gerade bei Tobias Moretti hatte ich hier die vor allem etwas naive Einbildung. Besonders er selbst als Österreicher könnte den Menschen Adolf Hitler abseits aller gängigen Klischees besser verkörpern als so mancher Schweizer, Bruno Ganz oder viel krasser womöglich. Noch etwa sogar ein Schotte, Robert Carlyle in Hitler, der Aufstieg des Bösen. Allerdings weit gefehlt, denn obwohl er sich wie etwas weiter oben bereits angegeben sicherlich Mühe gegeben hat. Ganz neue, sowie eben einfach nur sehr menschliche, Seiten an dieser Person zu zeigen. Was man doch anzuerkennen hat, strahlt auch seine Darstellung dabei nicht direkt dieses ob nun düster oder auch nicht gewisse Flair oder diese Art von einer Aura aus. Um die Faszination oder ehrliche Begeisterung vieler der hier gezeigten noch lebenden Zeitzeugen dabei richtig und glaubhaft zu begründen, dass es sich hier nun immer nur um ehrgeizige Karrieristen oder vorbehaltlose Opportunisten wie wahrscheinlich im Fall Speer oder auch bei Rudolf Hess gehandelt hat. Wäre ja gleichzeitig noch anklagender ebenso wie auch wieder entschuldigend. Ebenfalls ist vergessen worden, wenigstens kurz anzugeben. Das heißt, auch wenn, wie hier, ein stotternder Albert Speer Junior meint, wie bescheuert ja doch die gigantomanischen Baupläne seines Vaters gewesen waren. Bei der riesigen, geplant gewesenen Kuppelhalle für Bermania bzw. Groß-Berlin trifft das sicherlich zu, dass viele heutzutage und auch zukünftig in Berlin noch geplante Neu- und Umbauten doch wenigstens zum Teil immer noch gerade eben auf solchen Unterlagen zwischen 1933-45 beruhen oder sie sich jedenfalls immer noch daran orientieren. Fazit: Zum Ausleihen allerdings sehr zu empfehlen. Gerade die eher kleineren Nebenrollen in den Spielszenen, zum Beispiel jene mit Eva Haßmann. Als Eva Braun überzeugen doch hier, wenn auch leider nur zu kurz, doch sehr. Auch vom rein optischen lassen diese fast schon wieder wie echtes Dokumaterial erscheinen. Und bedeutet, mit etwas Vorbehalten. Informativ ist das Ganze gerade für geschichtlich weniger Interessierte. Bei Bedarf sollten aber zusätzlich ebenfalls lieber nochmal andere, weitere
verfügbare Quellen hierzu durchforstet werden. Kauftipp, hier aber vorwiegend nur für echte History oder auch Dokumentationen-Fans.